Hey Leute, Sepp hier. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, heute geht es mal um die Frage, was kann jeder Einzelne von uns fürs Allgemeinwohl tun? Und bevor ich ein bisschen was zu dieser Frage sage, kurz die Info. Am 6. Oktober, also nächste Woche Samstag, findet am Hambacher Forst eine Großdemo gegen die geplante Rodung statt. Ich denke, die meisten sollten davon gehört haben. Ich werde aber gegen Ende des Videos auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit da. Und ja, vielleicht erreiche ich ja mit dem Video auch noch den einen oder anderen, der aus der Nähe kommt und der sich auch die Zeit nimmt, da hinzugehen. Aber wie gesagt, ich erzähle gegen Ende des Videos noch ein bisschen mehr dazu. Das nur kurz vorab als Info, dass ich am 6. Oktober da sein werde. Ja, zur eigentlichen Frage dieses Videos, was jeder Einzelne von uns fürs Allgemeinwohl tun kann. Wenn man sich so anschaut, was so in der Welt alles passiert, besonders wenn man sich das durch den Filter der Medien anschaut, dann kann man schnell mal irgendwie der Verzweiflung nahe sein oder eben Gedanken haben wie, was kann der Einzelne von uns dagegen noch tun, bei so viel Unheil und Zerstörung und Krieg und Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung und ihr kennt den ganzen Scheiß, ja. Aber was kann der Einzelne von uns dagegen noch tun? Und da möchte ich gerade bei den Leuten, die irgendwie das sehr starkes Bedürfnis haben, die Welt zu verbessern, so ein bisschen was Druck rausnehmen. Weil ich bin der Meinung, dass der Einzelne von uns also nicht die Verpflichtung und nicht die Verantwortung dafür hat, jetzt irgendwie groß die Welt zu verändern. Es ist nicht nötig, dass wir irgendwie, was weiß ich, all unsere Besitztümer verkaufen, nach Afrika reisen und irgendwie ein Dorf verpflegen oder so. Ja, das liegt nicht an einem Einzelnen, sowas zu tun. Was man aber eben tun kann, ist auf der einen Seite zu schauen, dass man selber durch seine Lebensweise möglichst keinen Schaden anrichtet. Das heißt, mit unserem Konsumverhalten hier in Deutschland, in den Erste-Welt-Ländern, haben wir ja sehr viel Macht. So, ob es jetzt beispielsweise über die Ernährung ist. Es ist ja durchaus bekannt, dass beispielsweise tierische Produkte unglaublich unökonomisch sind, weil eben Es braucht irgendwie das 10- oder 20-fache an pflanzlicher Nahrung, um eben dann einen Bruchteil, wie gesagt, dann eben dementsprechend ein Zehntel oder Zwanzigstel an tierischem Produkt nachher rauszubekommen. Das heißt, es ist im Endeffekt eine unglaubliche Vernichtung von Nahrungsmitteln, die auf der Welt gebraucht werden. Ne? Es kann ja nicht sein, dass irgendwie die reichen Menschen dieser Welt Nahrungsmittel essen, die quasi ja, andere also viel größere Mengen an Nahrungsmitteln zerstören, während eben es Hunger auf der Welt gibt. Das ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Oder grundsätzlich Nahrungsmittel, die irgendwie erstmal quer über die Welt fliegen müssten, für die dann irgendwie in irgendwelchen Ländern Wälder abgeholzt werden müssen, um die anbauen zu können. Es gibt genug auch durchaus sehr gesunde Lebensmittel, die direkt bei uns vor Ort wachsen, von denen man sich sehr gut und sehr gesund ernähren kann. Ja, das ist so der eine Punkt. Schauen, wie es so mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck aussieht. Das andere sind dann eben wirklich so direkte Aktionen. Wie das jetzt eben mit dem Hambacher Forst. Und dazu will ich halt sagen, dass, wie gesagt,
ich finde, es ist, keiner hat die Pflicht, irgendwie, ne, über die Quer auf, was weiß ich, nach Afrika zu fliegen und da ein Dorf zu retten. Und keiner muss auch irgendwie quer durch Deutschland reisen, irgendwie mehrere hundert Kilometer fahren, um sich auf irgendeine Demo zu stellen. Aber was man halt definitiv machen kann, ist, sich an solchen Dingen zu beteiligen, wenn es mal vor Ort ist. Wie jetzt eben in meinem Fall, das Thema mit dem Hambacher Forst ist ja jetzt gerade ziemlich groß. Und ich finde das auch sehr wichtig. Und dieser Wald ist halt bei mir relativ in der Nähe. Also ich fahre nicht wirklich so lange dahin. So, und deswegen habe ich mir halt fest vorgenommen, dass ich da auf jeden Fall hinfahre. Und wenn, mal als Beispiel, wenn jeder Mensch, der irgendwie im Umkreis von 50 Kilometern zu diesem Wald wohnt und der Meinung ist, dass dieser Wald schützenswert ist, dahin fahren würde, dann, ne, dann wird diese Demo aus allen Nähten platzen, weil da so viele Menschen wären. So, dann wird das vollkommen reichen. Für Menschen, die in der Umgebung sind, ist das ja auch kein großer Aufwand. Man investiert mal ein paar Stunden, geht in den Wald und ne, Punkt. Das ist jetzt ja nichts wirklich, wofür man sich so groß aufopfern muss. Und ja, das ist halt auch so ein bisschen die Message, die ich hier rüberbringen will. Man muss sich nicht dafür aufopfern, irgendwie die Welt zu verbessern oder die Welt zu retten. Es sind halt, wie ich ja vor ein paar Wochen schon in einem anderen Video gesagt habe, es sind so diese kleinen Dinge. Freundlich zu den Mitmenschen zu sein, schauen, dass man, ne, nicht unnötig viel Schaden anrichtet durch seinen eigenen Lebensstil und dass man eben, ja, wirklich vor Ort, da wo man lebt, schaut, dass da alles in Ordnung kommt. Weil das zieht halt im Endeffekt auch Kreise. Und wenn man erstmal vor der eigenen Haustür sauber macht, dann breitet sich das mit der Zeit aus. Und ja, um jetzt nochmal auf das aktuelle Thema mit dem Hambacher Forst zu kommen. Ich finde, das ist halt schon wieder ein echt krasses Thema so. Also diese Rodung dieses Waldes. Ich meine, das ist ein Wald, der jetzt, sofern ich richtig informiert bin, bereits 12.000 Jahre alt ist. Irgendwie, den gibt es, glaube ich, so seit der letzten Eiszeit. Und in diesem Wald sind nachweisbar Bäume, die auf sicher schon mal mindestens so 350 Jahre alt sind. Und das muss man sich halt mal reinziehen. Und nicht nur das, da sind halt auch Milliarden von Lebewesen und auch geschützte und bedrohte Tierarten. Teilweise ein paar Tierarten, die nur noch da leben oder wovon wir wissen, wovon wir denken, dass sie nur noch da leben. Und ja, die einfach aussterben, wenn man dieses Stück Wald noch rodet. Und ja, weswegen soll das gerodet werden? Naja, ne, für Kohle, damit der RWE damit Geld machen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass Kohle ja sowieso ein sehr, sehr umweltunfreundlicher Energieträger ist. Und auch bei quasi dann späterer Nutzung ziemlich viel Dreck macht. Aber ja, es ist ja, also ich habe jetzt die Tage auch irgendwie immer mal wieder so quasi so Kritik an der Kritik gesehen. Also Leute, die sich drüber abfacken, dass um diesen Wald so viel Wirbel gemacht wird. Und somit der Begründung, dass der RWE ja irgendwie sowieso auf der anderen Seite auch wieder den Wald aufforstet und dass das ja eh nur so ein ganz kleines Stück Wald ist und dass man halt, ne, es nicht so über, dass die ganzen Naturschützer es nicht so übertreiben sollen, wegen diesen paar Hektar Wald. Und ich muss halt zum einen, da habe ich halt zwei Sachen zu sagen. Zum einen, einen 12.000 Jahre alten Wald kann man nicht mit einem neu aufgeforsteten vergleichen. Das ist ein,
so ein Wald ist ein Ökosystem, was einfach sowas von unglaublich komplex ist, was sich auch über Jahrhunderte, Jahrtausende so aufbaut, dass es eben so funktioniert, wie es eben dann im Endeffekt funktioniert. Und das ist nichts, was der Mensch irgendwie mal platt machen könnte und wieder genauso aufbauen könnte. Das funktioniert nicht. Das wird wieder Jahrhunderte, Jahrtausende brauchen, bis dieser Wald wieder annähernd in dem Zustand ist, wie er es vorher war. Und der andere Punkt ist, mir persönlich geht es auch nicht ausschließlich um dieses Stück Wald. Natürlich auch, weil ich weiß, dass es ein sehr besonderer Wald ist. Aber mir geht es halt auch einfach so um dieses Statement, dass eben nicht weiter unnötig die Umwelt zerstört wird. Dass für sowas wie Kohle, das einfach, ja, wo wir einfach schon Alternativen für hätten, nur wird es eben nicht gefördert. Und der Fokus liegt natürlich wieder auf den Dingen, wo es das große Geld gibt. So, und fürs Geld wird halt mal wieder die Umwelt zerstört. Und das halt sowas von nachhaltig, was einfach, finde ich, ein Unding ist. Und ja, deswegen ist das halt neben der Tatsache, dass dieser Wald sehr besonders ist, halt eben auch einfach so ein Statement, dass man als Volk auch einfach mal hingeht und sagt so, yo, das, so wie das läuft, finde ich das scheiße. Dass sich vielleicht mal irgendwie die Wirtschaft oder die Politik auch mal den Kopf drüber macht, dass, ja, dass ihr Volk das so, wie es läuft, nicht haben will. Und ja, an der Stelle hat man natürlich auch wieder, gerade wo ich gerade die Wirtschaft angesprochen habe, natürlich auch wieder so einen Punkt, an dem wir als Konsumenten auch die Macht haben. So, ne, das wird die Kohle da, ne, also RWE, Energieversorger, ne, man hat die Wahl, bei welchem Energieversorger man ist und wen man unterstützen will. Und es gibt ja durchaus auch schon Energieversorger, die auf sehr nachhaltige Energiegewinnung setzen. Und ja, ne, die meisten Leute wissen gar nicht, wie viel Macht sie mit ihrem Konsumverhalten eigentlich haben. Und ja, das ist soweit das, was ich zu dem Thema sagen wollte. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen im Wald sehe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.